Aufbauarbeiten in Ramstein vor und im Kongresscenter für den Tag der Familie. Während der Corona-Pandemie waren sehr oft gerade die Familien ziemlich gefordert. So viel Zusammenleben war für viele nicht selten mit Belastungen verbunden. Jetzt soll ein Fest für Familien gefeiert werden. Und dann ist es mir eine Herzensangelegenheit, Sie auf eine Veranstaltung am 25.06., also am Samstag ab 11 Uhr, hinzuweisen. Tag der Familie, der erste Tag der Familie. Wir haben ein Format gewählt, organisiert von unserer Kreisjugendpflegerin und dem Eventplaner der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Wir haben dieses Fest zum ersten Mal aufgelegt. Ich und auch der Bürgermeister von Ramstein-Miesenbach übernehmen die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung. Und ich würde mich freuen, wenn viele diese Veranstaltung besuchen. Es gibt ein breites Potpourri an Sport, Spiel, Spaß, Veranstaltungsmöglichkeiten für die ganze Familie. Es sind zahlreiche Mitmachangebote bei Ihnen vor Ort in Ramstein-Miesenbach zu besichtigen und sich aktiv zu beteiligen. Und vor allem, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen, es ist ein Human Soccer-Feld aufgebaut. Wir haben eine schöne Hüpfburg. Der bekannte Nachwuchsrennfahrer Max Reis wird mit seinem Motorsportwagen vor Ort sein. Wir haben zahlreiche Musikdarbietungen. Es findet eine Tombola statt. Die Jugendfeuerwehr und das DRK ist vertreten. Also sind insgesamt über 70 Aussteller vor Ort. Eine riesengroße Veranstaltung mit tollen Mitmachangeboten. Seien Sie einfach dabei und ich würde mich freuen, wenn Sie am Samstag vor Ort sind. Wir im Landkreis ist am Samstag, 25. Juni, vor Ort und berichtet per Livestream.